Dass Hunde Drogen und Sprengstoff aufspüren können, ist bekannt. Auch, dass der Hund der beste und treueste Gefährten des Menschen ist, das weiß man. Ich durfte den Michael Schmidt vor das Mikrofon bitten. Er hat nämlich den einzigen Schimmel- und Leckage-Spürhund. Luna heißt sie und sie ist ein Australian Shepherd und hat schon hunderte Leckagen geordnet. Wie bringt man das einem Hund eigentlich bei? Dann haben wir einfach Zement, also das, was zum Beispiel für eine Vorwand wie Fliesen, Rehgips und Dämmmaterial haben wir nass gemacht in, ne, und dann trainiert wie den Schimmel. Ja, und das hat dann funktioniert, sind dann ganz erfolgreich bei einer Wohnungsbaugesellschaft hier in Köln gewesen, wo lange Zeit der Rohrbruch unentdeckt geblieben ist von den Leckageunternehmen, die man ja kennt. Ja, und da wir auch nicht so gute Erfahrungen haben mit Leckageunternehmen, haben wir gesagt, okay, wir probieren das, haben das immer weiter intensiviert. Ja, und heute gibt uns der Erfolg eigentlich recht. Die Luna liebt ihren Job. Sie sucht Schimmel und feuchte Stellen, weil sie Lob bekommt von ihren Herrchen. Und dass diese Suche ein anstrengender Job ist, beweist schon, dass nach gewisser Zeit Schluss ist. Ja, nach 20 Minuten wäre Schluss. Wir haben jetzt letztes Jahr mal so 3 Wohnungen mit Schimmel begangen. Da ist es so, dass bei Schimmel kannst du eventuell länger suchen, weil du da verschiedene Räume hast. Da ist richtig, 20 Minuten, da ist der Hund platt. Das war Herbert Bachler von Installateur TV Podcast für SAK Radio und SI Informationen.